Hallo, hier ist der Marc von Marcos Welt. Schaut mal, wen ich hier habe, das ist der Ingo Filmfreak. Ja, der Mann mit dem Gesicht für den Stummfilm und, nee, der Stimme fürs Radio. Knapp daneben. Ich glaube, ich habe es genau falsch rum gesagt. Ne? Also, wir sitzen hier schon irgendwie eine Zeit lang rum. Für diejenigen, die sich dafür interessieren, was passiert hier so, das ist ziemlich einfach. Wir waren ja in Furiosa vor ein paar Tagen und dann haben wir gesagt, also der Willi, liebe Grüße, ja. Willis Videotreff, dann Ingo Filmfreak und ich. Und jeder von uns macht jetzt ein Video über Furiosa. Ich habe meine Schuldigkeit schon getan. Ich habe es noch nicht gesehen, damit ich meins im Anschluss filme. Aber da hat der Ingo gefragt, möchtest du dazu nicht im Mad Max-Kostüm? Habe ich gesagt, ja, schon, aber ich habe keins. Und dann hat der Ingo gesagt, ja, ich will aber eins. Und dann kam er um die Ecke mit, ich habe mir da mal Lederjacke gekauft. Und jetzt machen wir einfach dem Ingo hier live. Ja, sofern ihr das dann auf YouTube seht, nicht ganz so live, mache ich einfach das Kostüm nach bestem Wissen und Gewissen. Und zwar, welche Version wolltest du haben? Die Mad Max 2 Road Warrior Also Version. die für viele einzig wahre Mad So sieht's aus. Max-Verfilmungsvariante, genau. Und dann haben wir diese Lederjacke hier. Auf Bernd. Bernd der Stuhl. Also für meine Zuschauerschaft, ihr wisst es wahrscheinlich nur aus Twitch-Streams, das ist Bernd. Meine Twitch-Zuschauer haben den Stuhl irgendwann Bernd genannt. Der knarzt auch immer mal dann und wann. Das nehmen wir Bernd nicht übel. Ja, der ist alt. Der kommt auch schon aus einer anderen Stadt. Der hat auch schon Umzüge mitgemacht. Der hat schon Schlachten im Ring geschlagen. Nee, das war Rocky. Ja. Also wir haben hier diese Jacke, ausgangsmäßig. Und bei Mad Max 2 haben wir ja schon festgestellt, dass der eine Ärmel ab. Ja. Also nach bestem Wissen und Gewissen blende ich jetzt mal über den Ingo einfach ein Bild aus, wie das Kostüm aussehen soll. Und dann gehen wir es einfach mal durch. Das hoffe ich. Ich habe mir die Jacke vorhin mal angezogen und habe dann festgestellt, wo, in welcher Höhe ich den Ärmel abzuschneiden gedenke. Dafür habe ich mir einfach diesen weißen Kreidestift geholt. Also das ist einfach sowas wie ein weißer Edding. Heißt aber tatsächlich irgendwie hier Uni-Chalk-Marker. Habe ich von foamlord.de. Ich blende auch noch Dauerwerbesendung ein. Wir wollen ja hier nicht. Ne? Und dann habe ich jetzt mal hier markiert und da schneide ich jetzt mal drüber. Dann haben wir schon mal Merkmal Nummer 1. Also das Lustige ist, du bist ja im Prinzip Cosplayer, ohne dass du es wusstest. Ja, Cosplayer, den man auf Wish bestellt oder so. Ich bestelle sehr gerne auf Wish übrigens. Ich kann dieses Plattform-Bashing heute gar nicht mehr leiden. Ich habe bisher nur schlechte Erfahrungen mit Wish gemacht, einfach weil ich Weil du noch nie da bestellt hast, Wish ne? gemacht habe. Ja, manche Aber Sachen kriegst ich du da kenne halt es auch nur gut. als Lebensart. Ja. Cosplayer unfreiwillig. Also ich habe gedacht, irgendein Alleinstellungsmerkmal braucht mein Kanal. Warum nicht dieses? Ja, und weißt du, was das Schlimme ist? Da habe ich ja noch kein YouTube gemacht. Habt ihr dieselbe Idee? Mach doch, weil du hast ja von allen möglichen Kostüme. Und dann sehe ich, dass du das machst, was ich eigentlich schon die ganze Zeit wollte. Und dann, ja, verdammt. Und dann bist du auch noch so informiert. Also, ich kriege ganz viele Informationen über Filme, die ich schon kenne, eigentlich über deine Videos immer. Und ich lehne dich mal aus dem Fenster, die Kostüme mache ich für einen Bruchteil deines Budgets. Das ist richtig, aber die haben auch eine andere Zielsetzung, ne? Ja. Also ja, ich meine, bei der Jacke hier, du hast jetzt was gesagt, 35 Euro? 35 € von einem Motorrad-Club-Sammelbecken-Verkäufer auf Facebook Marketplace. So, dafür ist es halt von der Marke Polo. Also nicht diese. Mad Max hat, wenn ihr es korrekt haben wollt, die klassische Motorradjacke an, so von der Art her, wie übrigens Mutt in Indiana Jones 4, den es für einige nicht gibt, wie Schwarzenegger, sowohl in Terminator 1 als aber auch 2. Ne? Ich erinnere daran, er hat am Anfang eine M65 Feldjacke an. Das wandelt sich ja dann im Film, dass er ja auch diese schwarze, also gerade Polizeirevier, ne, als das überfällt, da hat er die nämlich dann ja auch so an. Die gleiche schwarze vom Modell her, wie auch, ich glaube, Fonzie in Happy Days und so, also seit den 50ern Wie ist es? diese, ja, ne? Wir sind ja hier unter Filmfreaks, habe ich gedacht. Happy Days gab es ja auch mal. Happy Days gab es auch mal. Und Serienfreaks, ja. Ja, Oder weißt du, wenn man Happy junge Days hat. Ron Howard als Darsteller anschaut. Ja, Oder als Filme wurde. Darsteller. Ja, das ist ja so wie mit Taika Waititi, der noch im animierten Kostüm DC-Film mit Ryan Reynolds Green Lantern gekumpelt hat. Da warst du jetzt mehr als ich. Das ist so. Und das war dann auch so einer von den Filmen, die ihn dazu bewogen haben, das kann man auch noch für irgendwas verwenden. Wirft das nicht weg? Nein, heben wir auf. Ja, heben wir Man soll auf. ja nichts verkommen lassen. Ja, das ist hier Doch, da einfach kommen wir noch nicht gut für was. Ach, da fällt uns sowas ein. Jetzt hast du natürlich hier noch dieses Futter drin. Das will ich dir. Jetzt können wir, also für die, die sich interessieren, wie schon immer mal Entschuldigung, interessiert haben, wie eine Lederjacke gefüttert ist. So. Das ist eigentlich ziemlich doof.
Also du hast hier einen hochwertigen Futtertaff, der ist wirklich hochwertig. Das kann man übrigens daran erkennen, also zum Thema bei AliExpress oder auf Wish bestellt, wenn ich mir diesen Futtertaft hier anschaue und der fließt schön, ja, und der ist weich, dann ist das qualitativ gut. Dann gibt es natürlich noch etwas besseren Futtertaft, das ist jetzt so ein mittelmäßiger, aber der ist auch dafür da, dass du hier gut rein und raus fließt, weil die Jacke sonst sehr spitzig ist. Und das hier ist, weiß ich nicht, das sieht wie Füllwatte Polyester aus. Das schneide ich dir jetzt auch mal raus, damit das nämlich nachher nicht stört, wenn du dich in irgendeiner Form bewegst, abgesehen von, du hast das in deinem Video an. Du hast aber jetzt in deinem Video die Jacke nicht angehabt, ne? Nein, ich habe mich ja als Anya Taylor-Joy... Ohne Joy, aber mit viel Fury und viel Osa. Ja, ja, und mit schöner Faschingsschminke in der Fratze. Das sah aber auf dem Thumbnail schon gut aus. Ne? Ja, hab ich schon gedacht. Ja, also die 2,99. Ja, aber dann hast du schon ein Video gemacht über die anderen Mad Max Filme? Nee, eben nicht. Das war ja, siehst du mal, schon hast du was, womit du was machen kannst. Jetzt haben wir schon... Doch, über den ersten habe ich eins gemacht. Ja, ja. Da hatte ich meine andere Lederjacke an, die heute nicht zerschnippelt wird. Gut, ja, die hast du ja dann noch nicht besessen. Also jetzt hast du schon mal diesen Schnitt, der ist quer, das ist gut. Jetzt kommen wir zu einem ganz schwierigen Teil. Ich habe mich mal orientiert, ich werde es unten mal einblenden und verlinken, die Mad Max Costumes Datenbank, die sich an Fury Road orientiert. Allerdings gibt es da auch gerade, was die Shoulder Pads angeht, ja, sehr viele hilfreiche Quellen, weil die ist ja jetzt untrennbar verbunden mit seiner Jacke. Ja. So, und was haben sie genommen? Von der Firma Rawlings, die Crusader-Linie American Football Schulterpolster. Für diejenigen, die es genau wissen wollen. Und wie gesagt, schaut unten in der Videobeschreibung, habe ich es verlinkt. Jetzt habe ich gedacht, das ist natürlich für unser Budget ein bisschen übertrieben, wenn wir uns versuchen, irgendwie was auch nur annäherndes irgendwie zu holen. Ihr kriegt tatsächlich bei Kleinanzeigen immer mal wieder nur Abholung. Dankeschön, so 20 Euro Schulterpolster, haben wir vorhin mal geguckt. Und ihr findet aber auch für um die 50 unter 100 Euro auf jeden Fall passable, die halt auch teilweise schon die Farbe dunkelgrau oder schwarz haben. Ich kann euch hier nur raten, dass ihr ein Nicht-Läufer-Shoulder-Pad sucht. Einfach aus dem Grund, dass die Wuchtigkeit von diesem mittleren Schulterteil, den ihr haben müsst, erstens, Kinder und Jugendliche, könnt ihr vergessen, schreibt auch hier irgendwie auf der Seite Mad Max Costumes, dann der jeweilige, beziehungsweise die jeweilige, die das halt nachgeguckt haben, was hat man verwendet und so weiter. Es geht nicht, es ist zu kurz, es funktioniert nicht. Du brauchst was Wuchtiges hier drauf. Deswegen muss es von einem Lineman sein. Das heißt, ein Offense Line Shoulder Pad oder eins von der Defense Line würde gehen. Aber diese ganzen Leute, wie die laufen, wie hier Fullback, Halfback etc., ja, das klappt halt nicht. Okay, das nur mal am Ende, Rande. Abgesehen davon ist ein Schulterpad für 50 Euro auf einer Jacke für 35 Euro. Das ist ein bisschen... Wäre witzig, wenn du jetzt... Durch den Pop ist über den Magen zum Kopf gedacht. Ja, aber ich finde jetzt witzig, wenn du einfach das Original Shoulderpad für 350 Euro besorgt hättest und dann sich das Schnippeln auf die falsche Jacke. Ja. Dann reißt du es aber irgendwann wieder wütend runter und machst es auf eine richtige. Das geht. Zukunftsmusik. Macht aber nichts. Ich war im Baumarkt und habe mir eine sogenannte Hartschaumplatte gekauft für ganze 3,50 Euro. Ich habe dann aus diesem Papier einfach mal so, ich habe es gefaltet, habe mir auf dem Bild angeguckt, wie soll das Schulterpolster aussehen. Dann habe ich beschlossen, so. Dann habe ich das so gemacht, habe mir das draufgelegt, habe das auf diese 3 mm Platte übertragen. Und habe mit einer Heißluftpistole, als der Ingo auf dem Weg hierher war, schon mal angefangen. So. Und das Ding kann man dann jetzt einfach hier irgendwie draufkleben. Sieht doch ganz brauchbar aus. Genau, und dann hätten wir das so. Und das sieht wirklich ganz brauchbar aus. Das kannst du natürlich hier noch ein bisschen irgendwie mattieren. Ingo hatte hier schon was mitgebracht. Oh, du warst Universalsprühlack im Turm. Ja. Ja, das sprühen wir nachher drüber. Das wird super. Und dann kämen wir dazu. In der Farbe Mitternacht, nur fürs Protokoll. Weil ich immer das hier sehen kann. Ja, Mitternacht. Schwarz drauf zu schreiben wäre so einfach. Ja, es heißt Mitternacht. Ja. Tatsächlich. Wir werden auch sehen, ob das ergiebig ist im Sinne von matt. Mein Vorschlag, um das jetzt hier einfach zu befestigen, wäre ein gutes doppelseitiges Klebeband. Ich war mal im Action und habe mir hier für 2 Euro Nano doppelseitiges Klebeband besorgt. Ich habe es noch nie probiert. Das ist jetzt Premiere. Ich hätte das jetzt einfach hier nämlich so mal drauf und dann schauen wir mal. Das heißt einmal so. So. Und dann kommt das eben hier drauf.
Ja, das erinnert mich an ein paar deiner anderen Videos. Also wie war das noch mit diesem, als Maverick? Da bist du ja mein persönlicher Held. Ich habe den Helm auf in meinem Video zu Top Gun Maverick und du hast diese Strickmütze. Ich habe eine super 2,99 Beanie von H&M oder was weiß ich. Hast du die vorher? New Yorker, oder die hatte ich schon im Schrank liegen und jahrelang nicht benutzt. Okay. Und ich habe weißes, das gute weiße Tape, was man normalerweise um die Knöchel rummacht beim Fußball. Einmal das weiße Tape als die weißen Streifen und dann das weiße Tape mit rotem Filzstift angemalt als die roten Streifen. Ich fand's Weltklasse. Ich finde es bis heute Weltklasse. Also die Videos haben alleine deswegen schon Charakter, dass man da halt hingucken soll. Also ich bin wirklich ein großer Fan von Ingos Kanal. Ich habe ihn ja gefunden, als ich mich über The Batman so geärgert habe im Kino und wir sogar frühzeitig aus der Veranstaltung raus sind. Ich habe durchgehalten. Ja, meine Frau halt irgendwie gar nicht so begeistert von dem Film war und dann gab es einen halben Ehestreit und dann haben wir gedacht, nee, komm, dann geh mal lieber heim, dann ist auch okay. Und machst du halt kein Video drüber. Ne? Und dann gucke ich halt und alle haben den halt so gelobhudelt und wie toll der ist und so. Ja, ihr werdet alle bezahlt, habe ich verstanden. Und dann finde ich irgendwann den Kanal, der als einziger dieselbe Meinung hat wie wir beide und dann... Ja, so. Gesund und gefunden. Magst du mal probieren? Dann stehe ich mal hier auf. Ja, das ist jetzt ein bisschen tückisch mit dem Mikro. Ja, okay. Ich nehme es einfach mal hier vorne hin. Guck mal, das ist immer nicht so. Technik, die völlig begeistert. So, also mal gucken, ob das dann für seinen Kanal irgendwie so brauchbar ist. Lass mal sehen hier. Das sieht auch ganz gut aus. Sieht schon aus wie gewollt. Ja, aber ich mache es irgendwie noch ein bisschen weiter weg. Also das Tape ist echt die Hölle. Das ist geil. So, ich hätte es sogar noch ein bisschen wuchtiger machen können und ich hätte es noch ein bisschen, also man kann das jederzeit mit Hitze, also ihr braucht aber dann eine Heißluftpistole, kann man das wieder erwärmen und dann geht es auch wieder in die Ausgangsposition zurück, beziehungsweise wenn ihr es zu krass macht, dann fließt euch das wirklich weg und ihr habt sogar dann die Fingerabdrücke da drauf. Muss es eine Pistole oder kann es auch ein Föhn sein? Nee, der Föhn ist nicht heiß genug, das brauchst du brauchst was über 70 Grad, okay. Und das bedeutet, du hast halt irgendwie keinen Föhn, der 70 Grad hergibt in der Regel. Ja, aber so ist das okay, finde ich. So, der Arm ist auch ganz gut. Ja, das rote Tuch fehlt noch, das kommt dann irgendwann, denken wir uns dazu. Und dann wärst du eigentlich mit der Jacke so schon fertig, ne? Kurz und bündig. Ja, tatsächlich. Deine Markierung sehe ich noch. Nicht im Ärmel, spinnst du. Doch, natürlich am Ärmel. Nur nicht, wenn du die anhast. Ja, das meine ich. Ja, aber ich würde wirklich, ohne Witz, also gerade was jetzt halt diese ganzen Abnutzungen angeht, also man sieht ja auch hier bei der Jacke, die hat ja auch so ein bisschen Rot mit drin. Ja, deswegen hatte ich den ursprünglich gekauft. Also ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Also hier ist noch überall so ein Rotrest. Da schimmert das noch durch, das habe ich übersprüht. Hier war übersprüht. Hier, ob man da, ne, kann man das sehen mit der Auflösung. So. Ja. Also es war de facto eine 2/3 schwarze, 1/3 rote Jacke. Und dann musste ich mit diesem Universalsprühlack der Firma Tom für 6,99 in der Farbe Mitternacht musste ich da zu Werke gehen. Da habe ich mir richtig Mühe gegeben. Ich habe meine gesamte Badewanne mit Plastiktüten abgeklebt, damit ich nichts vollsiffe. Und dann die Jacke rein und dann einmal so drüber. Ich habe eine tolle Idee. Du ziehst die Jacke jetzt einfach aus. Ich gehe damit auf den Balkon, halte dann halt völlig lieblos die Sprühdose mal drüber. Und dann gucken wir uns mal an, wie das Ergebnis aussieht, ob man da was mit dem Bad machen muss. Du hast einen Balkon? Ich habe einen Balkon. Wäre die Alternative zum Bad. Ja. Wäre zu einfach. Wo bleibt denn die Herausforderung? Ich verstehe. So. Während wir uns mal kurz eine Sache noch vergegenwärtigen, die ich hier nochmal zeige, nämlich wie das Schulterpolster aussehen soll, fällt auf, es reicht ja nicht, jetzt einfach nur diese Rüstung drauf zu haben, sondern es gibt auch ein Polster. Und du hattest jetzt noch was mitgebracht, was in der Jacke drin war. Der Rückenschutz, der zumindest als Rückenschutz gedacht war. Das ist geil. Das sieht halt einfach, das ist einfach normal Schaumstoff bzw. Moosgummi. Und das kann man tatsächlich genau dafür verwenden. Jetzt würde ich das, wenn du das so dir hier vorstellst, dann müsste ich jetzt hier einfach etwas reinschneiden. Und das wäre es. Und hier hinten müsste ich dann auch ein bisschen davon rausnehmen. Und das ist es. Das heißt, das mache ich einfach frei Schnauze, frei Hand. Da gibt es jetzt auch nur nach dem Bild. Dankeschön. Warte, ich mache sie dir noch auseinander, wie ein Assistent. Wie so ein Assistent. Sehr schön. Also so haben wir es. Das heißt, erstmal kommt das da, lasse ich. Das finde ich ganz schön hinten. Aber ich fange erstmal hier an. Da würde ich jetzt hier einfach nur so ein wenig ausschneiden.
ja, einfach, dass es hier etwas näher anliegt, dass es sich hier und besser anpasst. Genau, das tut ja noch die Rüstung, die setzt man dann hier drauf. Ja. Das heißt, das Ding kleben wir dann auf die Jacke, die Rüstung nur hier oben drauf, dann ist auch gut. Ja. So. Und dann habe ich gesagt, das lasse ich, das hier hinten nicht. Da hätte ich gerne, das muss aber auch nur hinten, dass das ein bisschen gerader verläuft. Ja, ich glaube, der hat sogar ganz gerade. Wir machen es mal so, dann fällt es kaum auf. Ja, aber du bist im Video wahrscheinlich nicht. Du musst aber schon aufstehen und dich irgendwie mal komplett zeigen, wenn du den Zweier machst. Ne? Sonst ist das hier ja alles nicht drauf. Also von hinten hat es jetzt die Form, die ich haben will. Von vorne soweit auch. Ja, dann kleben wir das Ding jetzt einfach auf die Jacke. Das andere drüber und dann sind wir sogar fertig. Und wenn du da übrigens noch ein bisschen was haben willst wie Dreck oder so, gucken wir mal, ob ich nicht ein bisschen was wie Talkum oder Babypuder noch da habe. Und das schmiert man einfach drauf und verwischt und das war's. Alternativ, ich kenne Mad Max Cosplayer, die ich getroffen habe, die hatten richtig Dreck drauf und die waren damit in einem Steinbruch und haben sich dann einfach mehrfach auf dem Boden hin und her gewälzt in dem schönen sommerlichen trockenen, ne? Aber das kannst du im Winter halt nicht machen. Wenn du auf die Idee kommst, im Herbst oder Winter, du willst ein Mad Max-Kostüm, mach's im Sommer. Jetzt, wo ich ein bisschen getüftelt habe, das war wirklich jetzt eine Anpassung von, also das habe ich ja frei Hand und so weiter, das wisst ihr ja schon. Und das Ding, was uns jetzt der Ingo gerade hier einfach präsentiert hat, habe ich jetzt mal frei Schnauze so angelegt bei ihm. Ja. Kannst du dich ein bisschen drehen, Richtung Kamera meine ich? So drehen drehen? Also genau, so drehen. Ja. Dann seht ihr nämlich, also hier musste ich immer was wegschneiden und da, dass es halt richtig aufliegt. Das Ding klebe ich jetzt einfach so mit diesem 2 Euro Nano doppelseitigen Klebeband aus dem Action. Ja, einfach hier drauf und da drauf kleben wir dann einfach das. So. Und dann haben wir das Ganze durch. Übrigens, das Mitternachtsschwarz von Tom, Trademark, das ist wirklich matt und gut und das kann man empfehlen. Das ist auch schnell trocken geworden. Ja, jetzt machen wir einfach mal hier so einen Streifen drauf und dann war es das schon. Ich reiche die Schere. Ja, Schere ist super. Das klebt auch schon gleich, also das klebt wie die Hölle. Also wenn ihr das mal sehen könnt, hier, das habe ich dann abgemacht, das hat Leder mit abgezogen. Das ist keine Farbe, das ist Leder. Ja, es ist schon ordentlich. Ja, Bernd knarzt wieder vor sich hin. Der ist auch alt. Bernd ist so ein Rentner. Ist wie mit Hundejahren bei Stühlen, glaube ich. So. Möglichst nah dran am Ende. Mache ich mit zwei Streifen. Einen mache ich innen, einen mache ich außen. Und dann schaue ich noch hier so das Reststück. Da sollte man auch noch was machen. Dass es einigermaßen gerade ist. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich das so mache. Ich denke mir das die ganze Zeit. Komm, mach mit doppelseitigem. Und welches nimmst du denn? Sind ja auch nicht immer alle gleich gut, gleich schlecht, gleich danke. So. Aber Profi-Tipp aus eigener Erfahrung, keine Poster oder Bilder oder sowas damit aufhängen, wenn ihr die wieder abmachen wollt. Ja, habe ich bitter selbst erfahren müssen. Wenn ihr die wieder abmachen wollt, kommt die Tapete mit runter. Hat er vorhin mal erzählt hier. In einer Drehpause hätte ich schon fast gesagt, ja, während wir gewartet haben, dass halt irgendwas trocken wurde. Drehpause klingt doch cooler. Ja, ich weiß. Das klingt so professionell, als könnten wir was. Ehrlich gesagt wollte ich ja auch nur mit dem Willi und dir ins Kino, damit ich dann halt mal in meiner Rezension sagen kann, ja, ich saß im Kino neben Ingo Filmfreak und neben dem Willi und ich habe schon an Willis Gesicht auch so gesehen, ja, das wird, weißt du, wie die ganz coolen, ja, ich war in der Pressevorführung und ja. Und ja, wie die coolen, ja, guck mal, die ganz krassen, die machen einfach gleich das Video zusammen. So, Willi, willst du nicht auch noch ein Kostüm? Der guckt sich das jetzt an und dann sagt er, ihr hättet mich gefragt, ich hätte euch eine Bikerjacke besorgt, ne? Biker Willi hätte es gemacht. Ja, der kann das und weiß das. So. Machen Sie beim Entfernen der Folie Louis Dufiné-artige Geräusche. Oh! Ich weiß nicht,
irgendwie immer noch sonderbar. Also das ist ein ganz spezielles Tape. Das habe ich jetzt wirklich für mich erst entdeckt. Ja, das ist so gut, es geht sogar wieder zurück. So gut ist das. Und dann kriegst du es nicht ab. So. Also. Ja, könnt ihr natürlich auch an der Schneiderpuppe machen. Ihr betet ihn, dass er das halt für euch macht. Bleib du sitzen, das ist viel einfacher für mich. Ich werde es nämlich vorne anpassen. Ich glaube, das ist, genau, mach mal die Jacke nach Möglichkeit, ja, so gut du kannst, zu oder auf Spannung. Das reicht schon, reicht schon. Ja, 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 ja. Ja, hinten, dass keine Falte drin ist, wenn ich das jetzt da drauf klatsche. So, und das ist es. So, jetzt machen wir das hier auch noch mal so. Ne? Also vorher löst sich die Jacke auf, bevor das hier abgeht. Das stimmt. Das ist echt so. So, das haben wir soweit. Das ist immer so ein Moment, wo ich ein bisschen nervös bin. Ich habe nämlich nur einen Versuch, denn das wird garantiert das Zeug zerstören, wenn ich das versuche abzuziehen. Ja, also kein Druck. Oh, hier sind sogar ein paar Krümel jetzt irgendwie drauf. Das macht es nur noch plastischer. Das erzählen wir keinem. Außerdem ist es so authentischer. Ja, das ist es. Im Outback war es ja auch nicht sauber. So. Und das ist es schon. Einmal richtig andrücken, damit das nanomäßiger auch richtig nanoen kann. Es geht auch keine Farbe mehr von mir ab, auch wenn es ein bisschen klebt. Guck mal hier, ist da. Ja, dann zeig dich doch mal Richtung Kamera so. Das sieht doch. Ja. Guck mal hier, es sieht aus wie gewollt. Also, ne? Ich bin da schon angetan von. Also, ja, kann man machen. Das wäre jetzt dann halt die Mad Max 2 Jacke. Ich habe übrigens mal für diejenigen, die halt sich mit dem Mad Max 2 Kostüm ein bisschen näher interessieren wollen, mal aufgeführt, was, wir haben ja Dauerwerbesendung oben stehen, das geht ja, was ihr für einen Gürtel braucht, Handschuhe, einfach nochmal Leder, da müsst ihr dann die Finger entsprechend abschneiden. Guckt euch am besten nochmal den Film an. DVD, Blu-ray, völlig egal. Und dann brauchst du die Lederhose und die Stiefel. Ich habe jetzt einfach mal die Stiefel unten verlinkt, einfach vom Modell her. Ich habe mal einen Gürtel als Vorschlag unten verlinkt. Ich sollte Affiliate bei Amazon. Nee, da habe ich zu wenig Follower. Stimmt, wenn euch das hier gefällt, na, ihr wisst ja, die YouTube-Geschichte. Ja, Daumen hoch, abonnieren, kommentieren, mit mir auf Social Media interagieren. Glöckchensymbol aktivieren. Genau. Und ja, dann den Kanal weiterempfehlen. Doch. Was reimt sich auf weiterempfehlen? Irgendwas mit ihren. Den Bekanntheitsgrad des Kanales multiplizieren. Ja, genau, sehr gut. Ja, so. Also dann hätten wir jetzt für dich soweit alles, was halt irgendwie das Mad Max 2 Kostüm für deine Rezension angeht. Das soll reichen. Ja, und dann brauchst du jetzt im Prinzip nämlich nur noch die Handschuhe. Das kannst du selber die abschneiden. Ja. Ansonsten, ich habe jetzt Ingo genau die gleichen Handschuhe gerade einfach rausgesucht, die ich euch unten in die Videobeschreibung verlinke. Gut. Sehen sehr brauchbar aus. Ja. Angeber wissen, warum hat der eigentlich den Ärmel weg? Wenn du den ersten Teil gesehen hast, dann weißt du es. Aber nur wenn du den, deswegen fragst du dich wahrscheinlich auch, warum hat er eigentlich diese Beinschiene an? Ja. Kannst du auch nur wissen, wenn du den ersten Teil gesehen hast. Der ist übrigens, finde ich, gar nicht so gut. Aber ich sollte dazu selber vielleicht ein Video machen. Ich habe deins ja schon gesehen. Gut, ja, das wäre dann das Kostüm. Danke fürs Zuschauen und fürs Abonnieren, fürs Kommentieren, fürs Interagieren und auch für auf unsere beiden Kanäle weiter reinschauen. Danke fürs mich kostümieren. Oh. Also, ich bin der Marc von Marcos Welt mit dem Ingo Filmfreak. Bis zum nächsten Mal. Ciao.